Ja, erst einmal herzliches Dankeschön an die ca. 2500 Zuschauer, die den Weg hier zu uns gefunden haben. Und natürlich auch ein Dankeschön an den FC Hansa Rostock, die sich für Schwerin als letztes Vorbereitungsspiel entschieden haben. Wir sind stolz, dass wir als Ausrichter, Herr Vollmann, für Sie da aktiv werden durften und möchten gerne Ihnen, zumal Sie heute Abend mit der gesamten Mannschaft bei uns auf der ZDF Boxgala präsent sind, möchten wir Ihnen gerne für die neue Saison ein paar Handschuhe mit allen Autogrammen unserer Boxer übergeben und Ihnen viel Glück wünschen für die neue Saison. Ihnen natürlich auch das Glück, sich durchzuboxen. Und wir freuen uns natürlich auf die neue Saison und werden Sie weiter unterstützen. Also alles Gute für Ihre Mannschaft, Herr Vollmann. Ja, vielen, vielen Dank. Uns hat es sehr gefallen. Wir freuen uns natürlich auch heute Abend, dass wir dabei sein dürfen. Wünschen den Boxern viel Glück. Und ich denke, dass wir weiter den Kontakt aufrechterhalten. Ja, so, ich habe jetzt zum Interview dann mir den alteingesessenen Jörg Hanel und den Kapitän Sebastian Pelzer. Schön, dass ihr da seid. Erstmal die Frage an den alteingesessenen. Es ist jetzt eine neue Situation, das erste Mal auf die dritte Liga vorbereitet. Was ist anders jetzt als in den Jahren zuvor? Gar nichts. Das Einzige ist anders, dass wir kein Trainingslager hatten, wo wir weggefahren sind. Ansonsten ist alles das Gleiche. Wir spielen Fußball, wir haben in der zweiten Liga versucht, Fußball zu spielen. Wir sind leider abgestiegen. Wir bereiten uns jetzt auf die dritte Liga genauso hart vor wie auf die zweite. Hoffentlich ein bisschen härter, dass wir am Ende erfolgreich sind. So, ein erster Eindruck von dem Neuling. Wie gefällt es dir in Rostock? Wie gefällt es dir in Mecklenburg? Ja gut, es ist oftmals so wie überall, dass man gut aufgenommen wird. Manche hat mich gut aufgenommen, Unfeld auch. Und ja, wir haben gut gearbeitet in der Vorbereitung und mal sehen. Ja, du sagst gut gearbeitet, der Trainer hat dich zum Kapitän gemacht. Ist man da ein wenig stolz drauf oder ist das mehr Verantwortung, die man dann tragen muss? Ja, sicherlich ist man stolz drauf, aber ich glaube, jeder wäre da stolz drauf, wenn er dazu ernannt wird. Natürlich ist es auch ein Stück weit Verantwortung und muss vorangehen, aber ich denke, da sind wir mit mehreren Spielern auch gefordert und das können wir nur zusammen schaffen, weil einer alleine kann da schwer was ausrichten. Ja, man hat es gehört, quer über das ganze Stadion. Ihr habt sehr, sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel geschrien auf dem Spielfeld. Inwiefern ist das ein Indiz dafür, dass die Mannschaft wirklich intakt ist und inwiefern funktioniert das dann in der Liga auch? Ja gut, ich denke, auf dem Platz muss man immer kommunizieren, vor allen Dingen, wenn dann ein paar tausend Zuschauer her im Stadion sind, muss man einen ja auch hören, deswegen muss die Ansprache manchmal ein bisschen lauter sein. Also Jockel kann das bestimmt auch bestätigen, dass wenn man von hinten heraus redet, man das Feld vor sich hat, das natürlich den anderen Spielern etwas leichter machen kann. Ja. Ja, das ist ein Hauptaugenmerk von uns, was auch der Trainer vorgibt, dass wir sehr laut auf dem Platz sind, dass wirklich jeder dem anderen hilft und ich denke dann, wie gesagt, ich denke, dann können wir eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Wo das dann am Ende endet, werden wir sehen. Was mich jetzt interessieren würde, die Portugiesen waren ja voll dabei. Es gab ein klein wenig Rudelbildung, was man beim Testspiel eigentlich nicht sehen möchte. Andererseits ist das eine gute Übung für hitzige Situationen in der Liga, um dann einen kühlen Kopf zu bewahren? Ja, ist richtig. Es war, denke ich, unser härtester Test. Es war eine richtig gute Truppe, die auch sehr gut zugelangt hat. Aber ich denke, man hat gesehen, wir haben gut dagegen gehalten. Wir haben uns nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen unfairen Aktionen und deswegen bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben den Test bestanden. Schön wäre es gewesen, wir hätten ein Tor gemacht, aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem Test. Ja, was wünscht man sich jetzt für die Saison? Wo soll es hingehen für den FC Hansa Rostock in dieser Saison? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also ich möchte das an keinem Tabellenplatz festmachen. Ich hoffe, wir werden eine gute Saison spielen. Ich hoffe, wir können wieder ein paar Zuschauer an uns binden, die wir letztes Jahr enttäuscht haben. Und ich denke, das sollte dies Jahr erstmal das Ziel sein. Wie weit kann man schon herausblicken auf das erste Spiel jetzt gegen den VfR Aalen? Man möchte es natürlich erfolgreich bestreiten, aber wie weit kann man schon was dazu sagen? Die Vorbereitung ist ja jetzt quasi abgeschlossen mit dem letzten Spiel. Wiefern kann man den Fans Hoffnung machen für das erste Heimspiel? Ja, ich denke, man hat es gesehen. Also wir haben wirklich gegen einen guten Gegner gespielt, haben hinten ziemlich sicher gestanden, haben nicht viel zugelassen und hatten vorne uns schon einige Chancen rausgearbeitet. Wie gesagt, schön wäre es gewesen, wenn wir da getroffen hätten. Ich hoffe, wir haben uns das aufgehoben für nächste Woche. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir gegen allen gewinnen zu Hause. Ja, die Frage auch an den Kapitän, was hast du dir vorgenommen für die Saison? Was ist so dein wichtigstes Ziel für diese Saison? Mein wichtigstes Ziel ist einfach, dass wir in der Mannschaft geschlossen auf dem Platz auftreten und einer für den anderen ackert. Und dann werden wir letztendlich sehen, wo wir landen. Also ich kann mich da auch nur wieder im Jockel jetzt anschließen, weil es nützt nichts vorher, da Parolen rauszugeben. Letztendlich zählt es, wenn wir am Wochenende auf dem Platz stehen. Ja, dann wünsche ich euch für dieses Wochenende und auch natürlich für den Rest der Saison alles, alles Gute. Wir drücken euch von Schwerin aus die Daumen
und hoffen auf eine erfolgreiche Saison des FC Hansa Rostock. Vielen Dank. Dankeschön. So, ich habe bei mir jetzt den neuen Trainer des FC Hansa Rostock, Peter Vollmann. Wie zufrieden ist man mit einem Spiel, was 0-0 endet? Ja, man hat zumindest aus jedem Spiel auch eine Erkenntnis. Und das war heute auch der Fall, dass wir gegen den Ball sehr gut agiert haben, dass wir die Null gehalten haben, ohne Gegentor, gegen so einen guten Gegner ausgekommen sind. Aber insgesamt will man natürlich immer die Spiele gewinnen. Wie zufrieden kann man sein? In der ersten Halbzeit hatte man den Eindruck, war der FC Hansa Rostock etwas besser. In der zweiten Halbzeit kamen die Portugiesen besser ins Spiel. Was ist in der zweiten Halbzeit nicht so gelaufen wie in der ersten? Ja, ich denke, das hat auch noch so ein Stück weit mit der Müdigkeit zu tun. Wir haben jetzt noch eine Woche, um zu regenerieren. Wir haben jetzt ein hartes Programm auch die Woche nochmal gemacht. Und ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit etwas mehr müde waren als die Portugiesen. Haben da nicht mehr so diesen Druck entwickeln können. Was mir gefehlt hat, ist letztendlich die Chancen, die wir in der ersten Halbzeit ausgespielt haben, dass wir die nicht zum Abschluss gebracht haben. Und in der zweiten Halbzeit, okay, da waren wir nach vorne hin nicht mehr mit diesem Durchschlag, aber ich erkläre es mir jetzt im Moment so, dass wir da einfach nicht so die Frische und Spritzigkeit gehabt haben, die man auch zum Abschluss braucht. War das jetzt mal im Gegensatz zu den Spielen, die man vorher hatte gegen Anker Wismar, also gegen niederklassige Mannschaften, die dann mehr hinten drin stehen, mehr kämpfen, mehr Kampf zeigen, jetzt mal ein spielstärkerer Gegner, um die Differenzen, die man in der Liga dann auch hat, mit verschiedenen Gegnern zu simulieren? Absolut. Also deswegen war ich heute sehr froh, dass wir gegen so eine gute Mannschaft gespielt haben, die ja wirklich eine gute Qualität hat. Und für uns war das jetzt einfach mal ein sehr, sehr wichtiger Test, wo man auch wirklich die Erkenntnis haben kann. Erstens, Abwehr steht. Zweitens, in der Woche müssen wir noch etwas an unserer Frische tun, dass wir im Angriff einfach mehr Durchschlag erreichen und somit torgefährlicher werden. Was haben Sie sich vorgenommen für die Saison mit dem FC Hansa Rostock? Was ist so Ihr persönliches Ziel, was Sie gerne erreichen möchten? Ja gut, hier, ich denke, jeder Kollege und Trainer will natürlich mit der Mannschaft so weit wie oben möglich dran sein. Wir wissen aber auch, dass wir 15 neue Spieler haben, dass wir einfach noch nicht gefestigt sein können nach 5 bis 6 Wochen Vorbereitung. Deswegen erhoffe ich mir einfach, dass wir uns kontinuierlich versuchen zu steigern, so eine Kurve hinkriegen, die langsam aber sicher nach oben geht. Und gerade im letzten Jahr hat man gesehen, dass die Meisterschaft erst im zweiten Durchgang entschieden wird der Saison. Und da hoffe ich, dass wir dann auch nochmal richtig nachlegen können. Das hört sich nach einer etwas verlängerten Vorbereitung an. Wie weit ist denn der FC Hansa Rostock in der nächsten Woche, wenn es zum ersten Heimspiel geht? Ja, wir sind natürlich fit, wir sind vorbereitet, aber es kann eben noch nicht alles so zusammenlaufen, als wenn man eine Mannschaft hat, die 13, 14 Spieler hatte und dann vielleicht mit 2, 3, 4 Spielern verstärkt worden ist. Bei uns war es umgekehrt, wir hatten 3 Spieler und haben 15 neue Spieler bekommen. Dann dauert natürlich dieser insgesamte Prozess etwas länger, aber ich denke, dass wir schnell zu uns finden und am besten ist, wenn wir Spiele gewinnen, dann findet man noch schneller dazu. Ja, ich sagte es ja schon, es ist ein Heimspiel. Wie wichtig sind da, dass die Fans gerade in den ersten Spielen hinter der Mannschaft stehen und sie nach vorne peitschen, um vielleicht die ersten Spiele schon erfolgreich zu gestalten und das Selbstvertrauen in die Mannschaft zu bringen? Ja, ich denke, dass natürlich Siege zu meinem Selbstvertrauen bringen. Wir brauchen die Fans, wir müssen Unterstützung, wir müssen die Fans auch natürlich mit unserem Kampf begeistern, mit unserem Willen. Es ist aber auch so, dass wir eben auch ein Stück weit Geduld haben müssen und brauchen, damit man auch diese Spiele gewinnt. Die Drittligaspiele sind etwas anders als die Zweitligaspiele. Hier muss man sehr viel Geduld haben, weil alle Mannschaften recht defensiv spielen werden, gerade bei uns in der Arena. Und da heißt es eben, dass wir Geduld haben und vor allen Dingen dann die nötigen Chancen nutzen. Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Glück aussprechen. Wir werden Ihnen die Daumen drücken für die neue Saison, für eine erfolgreiche neue Saison mit dem FC Hansa Rostock. Und vielen Dank fürs Interview. Bitteschön.